Mit Bestürzung und Wut haben Unterstützer des WikiLeaks-Gründers Julian Assange auf ein Urteil des obersten britischen Gerichtshofs im Auslieferungsstreit mit den USA reagiert. Im Kern soll das für Oktober geplante Berufungsverfahren um mehrere Punkte erweitert werden. Dabei geht es auch um die Anfechtung eines psychologischen Gutachtens, das die Auslieferung bislang verhinderte. Stella Morris, die Verlobte von Julian Assange, äußerte sich besorgt. Über ihre Sicherheit, die ihrer Kinder und die Angst um sein Leben sei nicht gesprochen worden. Man habe die ständigen Drohungen und Einschüchterungen, denen sie seit Jahren ausgesetzt seien, die sie und Assange seit über 10 Jahren terrorisierten, nicht berücksichtigt. Dieser Albtraum müsse ein Ende haben, sagte der australische Journalist John Pilger. Ein unschuldiger Mann werde verfolgt, weil er der Öffentlichkeit den größten Dienst ihres Lebens erwiesen habe. Die US-Justiz will Assange in den Vereinigten Staaten wegen Spionagevorwürfen den Prozess machen. Ihm drohen dort bei einer Verurteilung bis zu 175 Jahre Haft. Eine Richterin in London hatte das Auslieferungsbegehren im Januar jedoch mit Hinblick auf Assanges angegriffene psychische Gesundheit und die zu erwartenden Haftbedingungen in den USA abgelehnt. Gegen diese Entscheidung legte die US-Staatsanwaltschaft Berufung ein.